Dann fahren wir jetzt rauf mit wunderbaren Blühgehölzen. Die Hammamelis, die haben wir gerade schon gesehen bei den Winterbildern im Egerpark. Das ist so der erste große Bote, der einem, glaube ich, das Herz öffnet. Und es gibt eine schöne Vielfalt, verschiedene Farbtöne. Also wirklich sowas für die Augen und fürs Herz. Ja, ja. Ganz tolle Farben, wie gesagt, von Orange über Gelbtöne. Ja, sie fängt halt schon im Januar an zu blühen. Mhm. Ja, trotz auch dem Frost, auch die Frostperiode der letzten Wochen hat sie sehr, sehr gut überstanden. Sie rollen sich nur die Blüten etwas zusammen, aber ansonsten übersteht sie das. Was das Schöne ist bei einer Zaubernuss, die hat also auch mal eine ganz, ganz interessante Herbstfärbe, richtig rot, orange, die leuchtet nochmal richtig im Herbst. Das ist eigentlich richtig toll. Ja, vom Standort her, sie möchte halt leichten, humosen Boden haben, sie ist ein Flachwurzler. Sie hat Schwierigkeiten bei verdichteten Böden, da muss man ein bisschen drauf aufpassen und möchte so neutral bis leicht sauren Boden haben. Da fühlt sie sich am wohlsten. Gilt das für die Vielfalt, die ich da jetzt sehe, oder gibt es da sehr spezielle? Nein, das gilt für alle Hammamelis-Sorten. Ja, das ist eigentlich wichtig. Ja. Vor mir steht etwas, was mir gefällt. Ich kenne die Pflanze nicht, ich mag diesen Kontrast einfach, also diese ganz zarten Blüten, dann doch das Laub, also immergrün. Thomas, um was handelt es sich? Das ist eine Pieris, das ist eine rotblühende Pieris, eine Lavendelheide. Sie gehört zu den Morbidpflanzen, also hat ähnliche Ansprüche wie Rhododendron, möchte im sauren Boden stehen, ist eine Pflanze für einen Gehölzsaum, wird nicht so hoch, so 80 cm bis 1 Meter und fängt im März an zu blühen und ist auch eine sehr, sehr gute Bienenweide. Also summt da dran, das ist immer richtig schön. Okay, das ist natürlich mittlerweile auch vielen sehr wichtig, dass sie einfach eine Bienenweide auch haben. Ja, ja. Standort hast du schon gesagt, beziehungsweise der Boden, wie der Boden, sagen muss, so wie bei Rhododendron. Schatten oder eher Halbschatten? Halbschattig bis sonnig, das kann sehr gut. Okay. Ich habe vorne noch was gesehen, was natürlich in die Augen sticht. Also auch so ein bisschen exotisch vom Blatt her und auch von der Struktur. Dann diese knalligen Blüten. Was ist das? Das ist eine Mahonie, ist die Sorte Winter Sun. Ja, fängt auch schon im Februar an zu blühen. Stand bei mir im Freiland, etwas geschützt, die Pflanze. Habe ich jetzt mitgebracht. Also sehr, sehr schön. Und das Tolle ist auch, wenn die Blüten aufgehen, das duftet richtig. Also richtig schöner, süßlicher Duft. Das ist ganz, ganz fantastisch. Wirkt wie so ein Solitär. Also unten, finde ich, gackelt es ein bisschen. Also ja, der Schwerpunkt ist oben. Ältere Pflanzen bestocken sich dann auch, verzweigen sich. Das ist eine relativ junge Pflanze. Das ist halt die Eigenart dieser Sorte, dass sie halt sich sehr, sehr schwer verzweigt. Wie lange habe ich an der Blüte am Ende? Ja, die blüht jetzt so je nach Witterung 3 bis 4 Wochen. Ja, dann ist die Blüte weg, aber man hat eben dieses schöne Laubbild, was auch so seinen Charme hat. Boden? Also Boden auch, so neutral, leicht humos, das passt zur Mahonie sehr, sehr gut. Das Kätzchen sticht natürlich auch in die Augen. Ja. Sehr, sehr schön, also ganz poetisch kann man fast schon sagen, ganz zart, vor allem auch so ein bisschen Schwarzanteil noch in dem Rot. Ja, es ist richtig ein rotblühendes Weidenkätzchen, eigentlich einfach mal eine Alternative, auch aus dem Freiland die Pflanze bei mir, ist also aufgrund der sehr, sehr milden Witterung schon im Januar relativ zeitig angefangen, Farbe zu zeigen. Ja, und das hat man jetzt so diese Blüte bis in März rein, ja, dann ist das dann halt, fällt es ab. Was würde dazu passen? Ja, vielleicht in der Blühabfolge später blühende Gehölze, zum Beispiel Forsythie oder Schneeballsorten, also da kann man das sehr, sehr gut kombinieren. Okay. Wir haben hier noch ein paar andere Sachen stehen, finden Sie als Bildergalerie bei uns auf unserer Internetseite.